Hallo ihr Lieben, heute steht die zweite Folge hier mit dem HSV an. Wir sind mit der Vorbereitung fertig, waren auch recht erfolgreich, zwei Siege, ein Unentschieden. Aber das nächste Spiel ist kein Finale, sondern tatsächlich schon die zweite Bundesliga. Das heißt, wenn wir unsere E-Mails mal angucken, dass wir rausgeflogen sind aus dem Vorbereitungsturnier. Schade, dass wir es nicht ins European International Cup Finale geschafft haben. Aber wirklich wichtig ist, dass das Team zu Saisonbeginn fit und gut vorbereitet ist. Ich würde sagen, das sind wir auf jeden Fall. Ist halt nur schade, dass wir dort rausgeflogen sind, obwohl wir so gut waren. Naja, oder es ist ein kleiner Bug, ich weiß es noch nicht. Und Dompe hat offenbar zu wenig Energie. Das werden wir abändern. Einmal Fokus auf Energie, damit er auch in der nächsten Partie ordentlich Leistung und vernünftig seine Leistung abrufen kann. So, dann hätten wir uns darum schon gekümmert. Ein bisschen Theorie gibt es am Anfang von jeder Folge immer. Das heißt, wir werden uns jetzt noch mal ganz kurz die Mannschaft angucken, weil ich habe da noch was gesehen. Und zwar haben wir hier noch Benes. Der ist noch draußen, den würde ich ganz gerne mal für Reis bringen, da ich denke, dass Benes vorne noch den ein oder anderen Akzente setzen kann. Meffert sichert hinten ein bisschen ab und er setzt vorne noch ein paar Akzente. So erhoffe ich mir das zumindest mal. Reis dafür zunächst mal auf die Auswechslung. Und Ambrosius für Ramos, da Ambrosius zum einen jünger ist, 24, Ramos 25. Und Ambrosius ist auch noch etwas besser. Deswegen Ambrosius auf die Bank, Reserve Ramos. Sonst war es das aber. Ja. Gut. Dann, wenn wir uns noch mal recht entsinnen, hatten wir zwei Stürmer in der Beobachtung. So, und zwar hier. Das dauert noch 5 Tage, bis wir die Berichte von denen bekommen. Dann sehen wir halt auch, welche Werte diese Spieler haben. Aber da Deutschland schon abgegrast war, da dort keine passenden Spieler waren, werde ich jetzt doch mal einen neuen Auftrag hier erstellen. Alter, vielleicht mal bis 25 sogar. Und dieses Mal ohne auslaufenden Vertrag 1 oder 2 bis 5. Ja, Stammspielerqualität. So, dann haben wir hier zwei Aufträge. Mal gucken, ob wir dort noch mehr Stürmer dann vorgeschlagen kriegen. Ja, das war's dann auch schon. Dann werden wir auch heute das erste Zweitligaspiel in voller Länge spielen. So. Wieder ein Posteingang. Optimale Fitness für Dompe. Und die beiden Abschlussberichte. So, was haben wir denn hier? 24, 69, Antritt 76, Sprinttempo 76. Na, immerhin besser als nichts. Ich hätte aber ganz gerne, dass das Sprinttempo schon so um die 80 ist. Und ihn hier. 23, 70 sogar schon. Antritt 77, Sprinttempo nur 74. Ich setze ihn auch mal auf die Wunschliste, müssen wir aber nochmal nachschauen. So, dann schauen wir mal, ob wir auch schon andere Spieler jetzt vorgeschlagen kriegen. Genau, 9 plus. Gehen wir die noch eben durch und dann spielen wir das Spiel. So, 20 Jahre Antritt, 78 bis 88, Sprinttempo 76 bis 86, könnte gut sein. Beobachten wir mal. Sprungkraft, Stärke, Sprinttempo bis 86. Ist aber verliehen, das heißt, den können wir eh nicht verpflichten. Auch er ist verliehen. Er auch. Okay, dann haben wir den nächsten. Ja, er nicht. Ja, nicht. Sprinttempo bis 89, Antritt 78. Aber 68 bis 78 eher nicht. Erstmal nur auf die Schnelligkeit achten. Auch eher nicht. Ja, hier sind natürlich immer die besten Werte hervorgehoben. Antritt bis 84. Zeigt großes Potenzial. Giftohrbahn. Beobachten wir mal.
So, was haben wir hier noch? Bis 81 Antritt, Sprinttempo bis 5 und ach, verliehen. Da sollte ich vielleicht zuerst mal drauf gucken. Sprinttempo bis 96, Antritt ebenfalls. Das sieht sehr gut aus. Kilian Corridor beobachten wir. Sprungkraft, Sprinttempo bis 78. Er scheint auch ja sehr groß. Eine große Sprungkraft, auch Kopfballpräzision gut. Also ist auch wieder ein starker Spieler in der Luft höchstwahrscheinlich. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Mit Glatzel. Dann hätten wir ihn noch. Antritt bis 83, Sprinttempo bis 84. Schauen wir mal. So, dann hätten wir die 4 noch. Dann sind wir damit durch. So, Kopfballpräzision wieder. Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Das ist ein reiner Kopfballspieler. Ja, alles klar. Nichts für uns. Der kann weg. Sprinttempo bis 89, Antritt 89. Klingt gut. Schauen wir uns an. Sprinttempo bis 99, aber auch leider verliehen. Schade. Also weg. Und dann haben wir noch Amindo Sieb. Sprinttempo bis 94, Antritt bis 92. 20 Jahre, 1,75. Ja, Balance auch sehr gut, Ballkontrolle, beweglich. Das ist genau so ein Stürmer, wie ich ihn suche. Den nehmen wir auf jeden Fall. Den packe ich mir auch schon mal auf die Wunschliste. Von Greuther Fürth. Ja, dann müssen wir später, das machen wir aber am Anfang der nächsten Folge, uns um die Spielerverträge kümmern. Die laufen ja auch aus hier. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Die Theorie immer am Anfang und dann gibt es noch ein Spielchen. Wir haben aber noch eine E-Mail bekommen. Reis. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Kiel nicht auf der Bank sitzen werde. Ja, leider schon, aber vielleicht wirst du am Ende nochmal eingewechselt. Also denke ich darüber nach. Dann ist er auch glücklicher, sehr schön. Ja, Spieltag. Dann würde ich sagen, geht es los. Wie gesagt, in voller Länge. Ich gucke mal eben nach den Trikots. Die ändern wir noch eben. So, dann können wir die besser unterscheiden. Alles klar, los geht's mit dem ersten Spiel in voller Länge. So, dann geht's los. Bin mal gespannt. Erstes Spiel in voller Länge. Mal gucken, welche Spiele und wie viele Spiele wir in voller Länge spielen. Vielleicht jedes vierte bis jedes fünfte Ligaspiel. Und halt alle wichtigen. Erstmal aufpassen hier. Hat sehr viel Platz. Ja, schön. Schön drüber gesemmelt. Erstmal schön annehmen. Prallt glücklich noch ab. Glatze. Ah. Einfach draufhalten. Kann man hin und wieder auch mal probieren. Ja, bestimmt werden wir auch das ein oder andere schöne Tor sehen. Horat wieder. Zu viel Platz da hinten. Nicht eng genug. Oh, da ist viel Platz. So, Jatta hat die Wendigkeit. Boah. Oh. Ah, schade. Ich dachte, er geht noch rein. Ah, das wird ein Foul sein. So, Dompe. Dann zeig uns mal, was du kannst. Ah, Mauerschuss. Und? Ja, wunderbar. Da hat er uns gezeigt, was er kann. Schön geknipst. Ich glaube, Dompe wird so mein Lieblingsspieler hier.
sofern wir keine Freistöße schießen müssen. Wunderbar. 1-0. Ich voller Emotionen, ihr habt's gesehen. 26. Tor für den HSV. Hammer. Oder? Er kommt trotzdem vorbei. So, jetzt aber. Bisschen zu nah an den Torwart gezogen. Ohne Probleme kommt er da dran. Aber. Gut geklärt. Gut abgefangen. Ich wollte gerade sagen, er kann eigentlich nur zurückgeben. Sehr gut, 40. Spannende erste Halbzeit. Jawohl. Und jawohl, deswegen habe ich ihn reingebracht. Deswegen habe ich ihn von Anfang an gesetzt für solche Aktionen. Starkes Argument. Schöner Kopfball. Bei 2-0. Dompe und Benes. Halbzeit. Ja, erstmal einen Schluck trinken und dann geht's weiter. Zwei schöne Tore haben wir gesehen. Glatze. Ach, kommen wir nicht hin. Wäre vielleicht auch abseits gewesen. Abstoß. So, apropos Wechsel. Reis wollte ja spielen. Ich bring ihn mal für Meffert, damit er sich dann gleich nicht beschwert, dass er doch nicht gespielt hat. Ja, wunderbar. Läuft. Boah. Hochgesprungen. Ja. Das war nix. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Kiel gleich nochmal ordentlich Druck macht. Logischerweise. Ist ja auch verständlich. Boah. Wollten sie durchgehen wie Butter. Sind's auch fast. Ah. Doppelpass misslungen. Das darf nicht passieren. Aber zum Glück drüber. Das ging zu einfach. 70. So. Bisschen verlagern. Mal gucken, wo sich was ergibt. Ja,
R2-Fehler, sage ich immer. Zu früh wieder gesprintet. Dadurch den Ball zu weit vorgelegt. Ja, Hammer. Ja, Glatze da vorne. Ich will ihn nicht verkaufen. Wenn wir nämlich mal zurückliegen in der letzten Minute und kriegen noch eine Ecke, dann können wir mit ihm noch Glück haben, dass er den reinhämmert mit dem Kopf. Deswegen, er bleibt auf jeden Fall erstmal, auch wenn der neue Stürmer kommt. Oh. So, vielleicht gibt das ja was. Oh, was war das denn? Was für ein Kuddelmuddel. Wir gewinnen 2-0. Interview lassen wir erstmal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, die ersten 3 Punkte sind im Sack. Platz 2 nach Schalke. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, das war's mit der 2. Folge. In der nächsten Folge machen wir dann am Anfang wieder ein bisschen Theorie und dann gibt es vielleicht 2 Spiele, wobei wir dann wieder die Highlights spielen und bei der übernächsten Folge vielleicht machen wir dann wieder ein Spiel in voller Länge. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao.